Ja, Raimund Gierke, den ich vorhin schon erwähnt habe, er hat eben oder gilt als, ihm ging es immer um die Farbe Weiß, er gilt als Maler des weißen Bildes. Und dies ist eben eine frühere Arbeit von 1959 auf Holz, wo er Weiß mit Grautönen und Schwarz mit dem Spachtel und mit dem Pinsel aufgetragen hat, um das Weiß in einen Rhythmus zu bringen, um Hell-Dunkel-Unterschiede aufzutragen. Das hat er auch auf vielen Papierarbeiten gemacht, hat es oft aber auch nur bei Weiß und ganz zarten Linien belassen. Das kennt man aus seinem späteren Werk, bis er gestorben ist, in Köln viel mehr als diese frühen Arbeiten.